Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und es stehen Besucher an. Letztes Wochenende, jetzt habe ich es leider nicht geschafft, welche zu machen. Hatte ich vorher aber auch angekündigt, dass es knapp werden könnte. Das heißt, es kommen dieses Mal welche in der Woche, heute und morgen. Allerdings kommen dieses Mal nur Leute aus dem Community-Clan, möchte so ein bisschen was zurückgeben nochmal den Leuten und deswegen sind dieses Mal nur die Leute dran, wenn ihr schon mal runtergeschrieben habt und noch nicht dabei wart, dann könnt ihr darauf wetten, dass ich beim nächsten Mal, also am Wochenende hoffentlich, aus der Besuchsfolge vom letzten Mal die Leute auswähle und ja, aber ihr könnt auch jetzt drunter schreiben. Ich werde dann per Zufallprinzip auswählen. Und es haben sich so viele Leute gemeldet aus dem Community-Clan. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gerechnet, da kommen vielleicht so 5, 6, 7 Leute, die sich hier melden. Das reicht für 10 Folgen oder so, die Leute. Also haben sich fast alle gemeldet. Und deswegen wird es so ablaufen, dass ich erst heute 4 normale Bewertungen mache. Dann werde ich morgen 3 normale Bewertungen machen. Und alle anderen, die mir drunter geschrieben haben aus dem Community-Clan, da gucke ich ganz schnell drüber und gebe eine Note, also eine Bewertung ab, sag aber nicht genau was und so. Das ist für euch dann kein Nachteil, ihr könnt euch jederzeit nochmal bewerben, wenn ihr vorher noch nicht wart. Ihr kriegt dann auch noch eine ausführliche, aber dann habt ihr schon mal so ein bisschen was zurückbekommen. Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Ich habe das als sinnvollste Alternative angesehen. Und wir fangen an und gucken uns an den... Ja... Ballermann, da Ballermann, wo bist du denn? Da bist du, da Ballermann. Level 113, Rathaus 9, das ist schon mal passend, würde ich sagen. Und auch die Truppen sind komplett gemaxt, so wie ich das sehe. Außer die Walküre, aber die ist auch immerhin schon auf 3. Die wird also auch noch wahrscheinlich auf 4 gemacht. Alles andere ist auf Max und die Helden schon auf 17 und 21. Das ist schon mal stark. Hat auch schon, oh, bald die Milliarde Gold zusammen. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Und auch schon 867 Millionen Elixier, das ist also eine ganze Menge. Und auch schon 45.000 gespendet, auch toll. Und 2 Millionen Dunkles ist natürlich auch sehr stark. Clankrieg macht da normalerweise nicht so viel. Ich glaube, er hat beim ersten jetzt auch gar nicht mitgemacht, weil irgendein Held geschlafen hat. Aber ansonsten sieht das schon mal sehr stark aus. Ja, das würde ich immer sagen, ist stattlich. Die Mauern sind fast maxed. Fehlen noch 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und um die 20. Ah ne, das sind auch noch welche, um die 30. Also noch weniger als bei mir. Sieht schon sehr nice aus, muss ich sagen. Und das Layout kommt mir auch sehr bekannt vor. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, das gefällt mir auch. Ja, die Magiertürme schützen jeweils 2 Lager, außer hier das eine Elixierlager. Nein, stopp, was laber ich da? Auch das Elixierlager ist geschützt. Stimmt, bei Rathaus 9 waren es ja 4 Magiertürme. Wie komme ich denn gerade auf 3? Also, alle Lager sind schön geschützt. Und das Schöne ist, hier sind sogar 4 Lager, die sind jeweils einzeln in Kacheln. Hier das, das, das und das nicht, aber die anderen 4 sind schön einzeln, sodass es lange dauert, bis man da an mehrere Kacheln drankommt. Das Dunkle ist relativ mittig, die X-Bögen sind relativ mittig, der Clanburg ist sehr mittig. Das sieht gut aus. Die Tesla, finde ich, stehen ein bisschen weit außen vielleicht, aber mein Gott. Und die Riesenbomben, das ist das Einzige, was mir nicht so bei dem Design gefällt, ist, dass die draußen liegen und nicht in der Base. Das ist so eigentlich der einzige Nachteil. Aber, mein Gott, wie sieht es bei deinen Kasernen aus? Sind die ausgebaut? Ja, auch die Kasernen sind ausgebaut, die Sammler sind ausgebaut, alles ist ausgebaut. Da kann ich dir ja schon mal keine schlechte Note geben und du bekommst von mir auch eine 9,9. 0,1 Abzug wegen noch nicht perfekten Mauern und den Helden, die noch nicht auf 30 sind, aber... Und der Riesenbomben. Aber das macht nur so einen kleinen Unterschied, also es ist schon sehr stark, du weißt, wie das Spiel geht. Ich ziehe meinen Hut. Ich ziehe meinen Hut. Mein Hut. So, gucken wir weiter. Dann haben wir da Aaron 98. Wieso komme ich auf 92? Auch Rathaus 9, Level 100, ein bisschen tiefer. Hat aber soweit die Truppen auch schon ganz gut gelevelt. Einzige, was noch fehlt, sind Schweine auf 5 und Lavahunde auf 2. Und Valkyren, mein Gott. Sieht schon mal nicht schlecht aus und die Helden sind 10 und 11, ist auch okay. Hat auch nicht ganz so viel gefarmt, aber immerhin 350 Millionen jeweils ungefähr.
18.000 gespendet, da geht ein bisschen mehr, muss ich dir sagen. Und Clan kriegt dafür schon einiges mehr geholt. 312 Sterne ist schon gut. Gucken wir uns an, was sein Dorf sagt. Das Dorf sieht nicht genauso aus, aber so ein bisschen in der Nähe. Magiertürme stehen schön, schützen jeweils zwei Lager. Dunkles steht in der Mitte. Clanburg könnte ein bisschen mittiger, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich würde Clanburg und Queen jeweils mit den X-Bögen tauschen. Aber ansonsten sieht das sehr nice aus. Vom Ausbau her natürlich alle Gebäude gemaxt. Einzig und alleine die Mauern sind noch ein bisschen rückständig. Immerhin hast du in der Mitte schon die 9er Mauern, aber wir haben ja gerade gesehen, wie das aussehen kann. Da im Vergleich hast du natürlich jetzt die A-Karte, dass du direkt nach ihm kommst. Da bist du halt ein bisschen schlechter, muss man ja ehrlich sagen. Ansonsten, ja, die Fallen liegen soweit ganz gut, denke ich. Ja, doch. Der König steht vielleicht einen Ticken weit außen, da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, vom Design nicht verkehrt. Hier die Riesenbombe kann man sich denken, aber ansonsten würde ich sagen, das geht vom Design auf jeden Fall mal klar. Ich merke gerade, die Bewertungen hier in meinem Clan, also in meinem Community-Clan, könnten ein bisschen kürzer werden, weil die meisten Leute hier ja Ahnung haben. Das heißt, vielleicht schaffen wir heute auch 5. Ja. Also wie gesagt, die Mauern, die müssen noch ein bisschen hoch, ebenso wie deine Elixiersammler. Da fehlt bei dem einen oder anderen noch ein bisschen was. Und was ganz böse ist, wofür ich dir am liebsten auf die Finger hauen würde. Achterkaserne und nur 2 Zehner-Kasernen. Mach die Achterkasernen doch hoch. Achterkasernen sehen, finde ich, auch so niedlich aus im Vergleich zu 10er-Kasernen. Also zumindest auf 9 solltest du die hoch machen, bevor du auf Rathaus 10 gehst. Am besten auch noch auf 10 hochziehen. Was gebe ich dir denn an der Stelle? Ich gebe dir für dein Dorf im aktuellen Zustand eine 9. Abzug für die Mauern. Hier sind auch noch ein paar lilane. Und die Kasernen, aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Mach weiter so. So, Dalle, da gucken wir doch mal weiter. Und dann haben wir hier einen Harlekin. Ein Harlekin wird gesucht. Da ist er. Level 101. Rathaus 9. Ich habe heute nur Rathaus 9er. Das ist Zufall, da kann ich nichts für. Spielt schon richtig lange. Scheint einer der ersten zu sein mit 1600 entfernten Gegenständen. Das ist schon, so viel habe ich glaube ich noch nie gesehen. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Truppen. Alles maxed außer Valkyrie. Helden 15 und 14 ist okay. 250 Millionen erfarmt ist nicht ganz so viel, aber du spielst ja auch schon ewig und 3 Tage. Da wirst du wahrscheinlich einiges durch die Sammler rausgeholt haben. Ein bisschen mehr spenden könntest du. 15.000 finde ich für Rathaus 9 mit ausgemaxten Truppen ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Und dunkles Elixier, ja. Passt zu deiner Gold- und Elixier-Challenge mit 717.000. Clankrieg 182, ja, auch nicht so aktiv. Wir haben relativ viele, die sonst nicht so viel Clankrieg machen, die dabei sein wollten. Finde ich gut. Kriegen die Leute auch ein bisschen Eindruck. Ja, das habe ich mir in etwa so gedacht. Die Mauern fallen natürlich auf, die lilanen, die außen sind. Da könntest du noch ein bisschen was tun und vor allem du als nicht ganz so aktiver Farmer solltest auch dringend deine Elixiersammler ausmaxen. Auch bei dir fehlen 2 Stück, wenn ich das richtig sehe. Sind bei diesen wenigstens die Kasernen aufgelevelt, das ist schön. Da fehlt noch ein Bogiturm und die Kanonen fehlen auch noch zum Teil. Ist aber nicht so tragisch. Ich hätte jetzt fast gedacht, du wärst schon ausgelevelt, aber nee. Das fehlt dir noch, ist ja nicht schlimm. Vom Ausbau ansonsten sieht das nicht verkehrt aus, würde ich sagen. Was sagt mir denn das Design? Ja, das Elixier scheint dir entweder egal zu sein, wobei es natürlich so ist, dass du mit dem Elixier noch nicht so viele Mauern machen kannst wie unser eins. Deswegen steht das Elixier relativ weit draußen. Das hier steht sogar komplett außen. Direkt daneben noch eins und hier auch relativ weit außen. Dafür ist das Gold sehr schön geschützt von den Magiertürmen. Das eine Elixierlager ist auch ganz okay geschützt. Hier das eine auch.
aber sind halt nur okay geschützt. Klarenburg schön mittig, also relativ. Königin steht schön da, Dunkle steht schön da, X-Bögen stehen schön da. Die Mörser, das habe ich gerade komplett vergessen bei den anderen zwei Dörfern, ich Idiot. Ich bin ein bisschen raus, man merkt das. Ich habe länger als eine Woche keine Dorfbewertung mehr gemacht. Da bin ich etwas raus aus dem Flow. Die Mörser stehen Ticken weit auseinander vielleicht. Aber nicht viel. Vielleicht einen ganz kleinen. Vielleicht eine Kachel nach vorne in die Mitte ziehen. Jeweils, dann wird es auf jeden Fall perfekt passen. Geht natürlich bei dem Design nicht. Das Design sollte aber dafür auf jeden Fall gut sein, sein Gold und Dunkles zu schützen. Elixier wird verschenkt. Sagen wir es mal so. Ist aber nicht so tragisch, wenn man kein Elixier mehr braucht oder nicht so viel wie du. Kann man damit, denke ich, leben. Deswegen würde ich dir an der Stelle geben eine... Ja, was gebe ich dir denn? Muss ja fair bleiben. Was habe ich gerade gegeben? Eine 9? Dann gebe ich jetzt eine 8. Da fehlen noch ein paar Mauern mehr. Und bist noch nicht ganz ausgemaxt. Aber trotzdem stark, würde ich sagen. Das vom Design auf jeden Fall nicht verkehrt. So, dann gucken wir doch mal weiter. Das geht so schnell, weil man einfach auch nicht den Clan eintippen muss. Big Ben. Rathaus 10. 23er und 20er Helden ist okay, denke ich, für Rathaus 10. Ich finde, 20er Helden sollten sein, wenn man hochgeht. Du hast beide über 20, von daher ist das okay. Scheint mir auch an Truppen, außer der Walküre, alles auf Rathaus 9 gemaxt zu sein. Inklusive Zauber, das ist schön. Könntest du mal deinen Schnapp die Kobolde fertig machen, das kriegst du rechts mit Klacks hin. Ja, spielt's noch nicht. Obwohl, 1000 Gegenstände ist auch schon eine Menge. Hat auch schon die 1 Milliarde Gold und 900 Millionen Elixier. Das ist nice. Bin gespannt, wie viel Dunkles. Ich finde übrigens, du könntest mehr spenden. 31.000 als Rathaus 10er, muss ich leider sagen, ist schwach. Deswegen hast du auch nur Level 113. Obwohl du schon Rathaus 10 bist, vergleicht man das mit mir. Ich habe auch noch nicht so viel gespendet, aber bin halt doch mal noch ein Ticken oder, nee, bin niedriger vom Level, aber halt nicht viel. 2 Millionen Dunkles, 250 Clansterne ist okay. So semi-aktiv im Clankrieg, würde ich mal sagen. Ah, stimmt. Da ist jemand relativ frisch auf Rathaus 10. Dafür erstmal Glückwunsch. Ich finde, durch das rote Rathaus sieht die Base einfach mal 10.000 Mal gefährlicher aus als eine Base, die von Rathaus 9 so aussehen würde. Ohne die zusätzlichen Gebäude natürlich. Was gibt's da zu sagen? Du hast schon Elvermauern. Mittlerweile finde ich die Elvermauern übrigens gar nicht mehr so schlecht. Ich habe mich etwas satt gesehen an den 10er-Mauern, wenn ich das sagen darf. Bevor ich die 10er-Mauern gemacht habe, sahen die richtig geil aus. Aber mittlerweile finde ich die 11er-Mauern gar nicht mehr so schlecht. Ich denke, das liegt einfach daran, wenn man lange die Mauern um sich hat, dann findet man irgendwann was Neues schön. Ja, also vom Ausbau her, Rathaus 9 Max, da mache ich dir keinen Abzug, weil du ja gerade erst frisch hoch bist. Ist wirklich alles ausgemaxt, so wie ich das jetzt sehe. Inklusive Sammlern, Kasernen und Minen. Einzig die Helden auf 20 und 23 sind halt nicht ausgemaxt, aber ausreichend auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Vom Aufbau her habe ich bei Rathaus 10 natürlich nicht so die Ahnung. Du hast übrigens schon Glückwunsch zu deinem 5. Zauber. Ich kriege jetzt schon Plack, wenn ich daran denke, dass es mit dem 5. Zauber noch länger dauert, bis die Zauber immer fertig sind. Nun gut. Ja, wie gesagt, bei Rathaus 10 habe ich nicht so die Ahnung, da sind die Mörser nicht mehr so wichtig, von daher würde ich sagen, stehen die okay. Die Magiertürme schützen jeweils zwei Lager, ist auch schön. Die Inferno haben in der Mitte Platz, stehen nicht ganz gleichmäßig. Ich finde das immer schöner, wenn Infernos gleichmäßig stehen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das Design auch noch nicht endgültig ist für Rathaus 10, weiß ich nicht. Wobei doch, die Infernos stehen wohl
Das ist ein X-Bogen, der da hingehört. Dann sieht das doch gut aus. Die X-Bögen stehen sehr nah zusammen. Das heißt, sie können schnell fallen, aber machen natürlich dann auch den dreifachen Damage, wenn jemand im Radius ist. Die Infernos stehen schön, kann man nicht mit einem Frost auseinandernehmen. Die Luftabwehr steht eigentlich auch schön. Ich finde das bei Luftabwehr, wenn die nicht synchron steht, finde ich das bei Luftabwehr zum Beispiel stark. Da muss man immer überlegen, wie man da genau vorgeht. Und in den 30 Sekunden Vorbereitung ist das meist schwierig. Und ansonsten, ja, mein Gott, was soll ich dir dazu sagen? Du hast das Spiel gecheckt, du bist weiter als ich. Sehr nice. Du bekommst von mir für Rathaus 9 eine 9,999999. Weil wegen Helden nicht auf 30, aber das kannst du ja getrost ignorieren. Das ist trotzdem sehr, sehr stark. So, ah, sogar ein Level 5 Golem. Danke, Robby. So, wen wollten wir denn noch? Lasergurke Alex. Lasergurke Alex. Wo bist du, meine Gurke? Da, Level 59, Rathaus 8. Oder? Habe ich dich richtig im Kopf? Nein, doch nur Rathaus 7, ich Idiot. Rathaus 7, ja. Ja. Ich überlege gerade. Die Truppen sehen gut aus. Manche Sachen sind schon auf Rathaus 7 maxed. Manche nicht. Allerdings ist, glaube ich, nichts dabei von Rathaus 6 noch. Von daher sieht das gut aus. Spielt es auch noch nicht ganz so lange mit 600 entfernten Gegenständen. Und so viel gefarmt hast du mit 50 Millionen jeweils auch nicht. Also bist nicht ganz so der aktive Spieler, aber ist ja nicht tragisch. Spenden 10.000 finde ich okay für den Zeitpunkt. Dunkles fehlt dir noch ein bisschen, aber das ist klar, das ist schwierig mit Rathaus 7. Und außerdem kannst du ja mit Rathaus 7 gerade mal anfangen mit dem dunklen Farmen. Ist halt wichtig, damit du deine Helden und Schweine und Lakaien hochkriegst. Und 7 Clankriegessterne nur ist halt nicht ganz so viel. Aber das ist ja nicht schlimm. Vielleicht lernst du ja hier im Clan etwas und ja. Gut, dann würde ich sagen, sind die Mauern auf jeden Fall mal Rathaus 7 maxed. Die Bogitürme auch, die Kanonen auch. Der erste Mörser geht hoch. Der eine Magierturm ist schon, der andere fehlt noch. Die Tesla musst du auf jeden Fall noch hoch machen, glaub es mir, das wirst du nicht bereuen. Tesla sind sehr stark. Du solltest auch übrigens deine Drachen leveln, damit es im Clankrieg auch richtig funktioniert. Mach deine Sammler und Minen hoch, damit du mehr Ressourcen kriegst, wobei deine Mauern sind ja jetzt schon gemaxt. Gut, bei Rathaus 7 ist das noch relativ einfach, aber trotzdem, mach die einfach hoch, du wirst es nicht bereuen. Deine Elixierlager gehen noch ein Level hoch. Ansonsten... Ja? Passt? Kasernen natürlich am besten alle auf Rad auf Level 9 machen. Da fehlen dir noch ein paar. Dreimal Level 7, das geht ein bisschen besser. Ja. Und ansonsten vom Design her. Ah, da sind ja doch noch kleine Mäuerchen über, aber nur noch einzelne. Vom Design her finde ich das eigentlich ganz gut. Die Magiertürme schützen jeweils zwei Lager. Die Clanburg steht perfekt in der Mitte. Die Mörser stehen sehr gut. Könnten vielleicht noch ein bisschen weiter auseinander in dem Design schwierig. Deswegen finde ich es gut, wie die stehen. Sieht sehr symmetrisch aus, wie eine Schneeflocke oder ein Stern. Eher wie eine Schneeflocke, finde ich selber. Da kann man nicht viel zu sagen. Das ist auf jeden Fall gut und dafür gebe ich dir für Rathaus 7 gute 9 Sterne Abzug. Gibt es für die Kasernen und die noch ein bisschen fehlenden Truppen. Aber auf jeden Fall Respekt für die Mauern. Die hast du jetzt schon stark fertig. Mach weiter so. Und das war's für diese Spezialbewertung heute. Meine Stimme macht schon ein bisschen schlapp. Ich muss sie noch ein bisschen schonen. Und wir sehen uns morgen wieder mit den restlichen Spezialbewertungen. Bis dahin, ciao, ciao.